heute kommt sie raus, die neue CD von der Caroline Chevin. Hoi Caroline. Hast du aber schön gesagt. Gell? Hallo. Und jetzt zeige ich dir nochmal rein. 13 neue Lieder, exklusiv von dir, da, die wir heute vorstellen können. Neue Scheibe im Laden. Wie lange hast du an dieser Scheibe? Ich würde sagen, vom ersten Song schreiben bis dass es da gelegen ist, ein Jahr. Ist echt schön. Also, wenn du das kaufen willst, es gibt sogar noch ein Büchlein dazu. Und schau mal, Caroline Chevin sogar noch so ein bisschen mit Modelqualität. Ja. danke. Ein guter Fotograf, ein guter Photoshop. Haben Sie da auch noch, wie lange haben Sie da so, um das ganze Booklet zu gestalten? Ja, das war nicht meine Abteilung. Also für das Fotoshooting haben wir etwa einen Tag gehabt. Ja. Und nachher habe ich den Profis das überlassen. Wunderbar. Nein, reden wir nicht über deine Ambitionen als Model, sondern eben über die neue Scheibe, die wir by the way heute auch noch verlosen haben bei uns in der Sendung. Caroline Chevin, das dritte Soloalbum. Um was geht es? Was sind so Themen? Was hast du verarbeitet? Ja, es sind recht bewegte Jahre gewesen, die letzten 2-3 und die sind natürlich darauf verarbeitet worden. Wie zum Beispiel der Tod von meinem Vater letztes Jahr, wo ein sehr einschneidendes Erlebnis war, natürlich zuerst mal einen älteren Teil zu verlieren. Aber auch natürlich musikalisch, was in den letzten 2-3 Jahren gegangen ist, ist einfach schon krass, was passiert ist. Und, das ist sicher, das steckt auch ganz fest drin. Und was man natürlich auch, was nicht unüberhörbar ist, ist eine Liebe, die nicht funktioniert hat. Oh, eine Liebesgeschichte, die verarbeitet wird. Ja, wie kann man auch sagen lassen, du hast auch so ein bisschen den Egoismus anprangern, die fehlende Selbstverantwortung in der Gesellschaft. Du hast so ein bisschen mit dem Finger zeigen, was nicht so gut funktioniert im Moment. Nein, das ist eigentlich das ist genau das, was ich nicht will. Aber den Finger zeigen, Frau Rottenmeier. Nein, es ist ja eher, dass ich das ja. Ich spiegle mich selber ja auch. Und es sind einfach Geschichten im Alltag, die mir auffallen, wo ich manchmal finde, hey, ein bisschen weniger Ellbögeln, ein bisschen mehr miteinander wäre cool. Und der Song hat ja auch so etwas Positives und auch so etwas Optimistisches. Und ich glaube, wenn es anprangert wäre, wäre es so, so vernichtend. Und es soll. Es soll jeder machen mit dem Song, was er will. Eben der Song, den du jetzt sagst, das ist «Hey World». Genau. Das ist die erste Single, wo eben so ein bisschen sozialkritisch daherkommt. Und ich würde sagen, hören wir uns die doch am besten mal an. Wunderschönen Videoclip gibt es dazu. Jetzt «Hey World» und natürlich auf dem neuen Album von der Caroline Chevin. Wunderbarer Titel, unglaublich schön eingängige Melodie. Ist man eigentlich fest nervös, wenn man so ein neues Album auf den Markt bringt? Ja, es ist wie, man fängt nochmal von vorne an. Also natürlich nicht ganz vorne wie beim ersten Album, aber es ist wie, man kommt mit etwas Neuem, man weiß nicht, wie die Leute darauf ansprechen. Darum ist natürlich schon, den heutigen Tag habe ich richtig darauf gelangt, und endlich auch mal, dass es rauskommt und die Leute einfach auch erste Feedbacks können geben können. Also schon. Ein bisschen. Und ich habe mich auch extrem gut vorbereitet auf das Interview und darum habe ich jetzt eine unglaublich journalistisch wertvolle Frage, die ich dir jetzt stelle. Also heb die fest. Also ich probiere es jetzt mal zu formulieren. Es geht folgendermaßen: Das Album, das ich im Moment am liebsten höre, ist so die Scheibe von Max Herre und die heisst «Hallo Welt». Wenn man jetzt deinen Albumtitel übersetzt aus dem Englischen, heisst das «Hallo Welt», oder? «Hey World».
Es heisst Hey, hey World. Welt. Hallo. Es funktioniert. Es funktioniert. Es ist immer noch sehr, sehr nah beieinander. Und wenn man weiter über Caroline Jouvet recherchieren will, dann kommt man darauf, dass du mit einem Texter zusammen geschafft hast, der schon Text geschrieben hat für Freundeskreis und für die Frau von Max Herre. Jetzt die Frage: Wie fest hat er dich beeinflusst auf den Albumtitel? Also ich wollte eigentlich eine Kopie werden von Max Herre. Das gewiss. Aber meine Haare. Ich habe kein krauses Haar. Ja, nicht so schön krauses Haar wie der Max. Aber nein, wie war das mit dem Texter, mit dem Sekon? Seku Neblet heisst er, genau. Ich habe mit ihm schon zusammen geschafft bei Back in the Days. Und er ist in mit diesen zwei Alben ist er ein extrem guter Freund geworden. Weil Songwriting ist etwas sehr Intimes. Also man erzählt die Geschichten und man probiert es miteinander irgendwie in die richtigen Worte zu fassen. Und er hat wirklich die Gabe, aus diesen Geschichten nicht seins Wählen zu machen, sondern meins zu lassen und meine Geschichte schön zu verpacken. Und es ist eine extrem schöne Zusammenarbeit. Cool, spannend. Aber es ist lustig, also ich kann nie an dem Moment studieren. Hast du die Frage schon mal gestellt bekommen? Nein. Also es ist wirklich unglaublich höchstehendes Niveau. Also eigentlich solltest du auf dem Stuhl sitzen. Wir sind Musikjournalismus vom Feinsten. Eigentlich schon, oder? Unglaublich. Wahnsinn. Und weißt du, so aufmerksam. Ja, extrem. Also das ist einfach eine unglaublich gute Recherchearbeit, wie man das nennt. was auch so ein bisschen auffällt bei dir, deine Songs kennt man extrem gut. Also wenn man Radio, wenn man Auto fährt und Radio hört, dann hört man unzählige Songs von der Caroline Jouvet. Und kann man so ein bisschen sagen, deine Songs sind bekannter als deine Person. Stört dich das? Nein, weil ich kann irgendwie im Schmuddel-Look noch gut einkaufen. Und das behagt mich natürlich sehr. Ich schiebe gerne meine Songs ins Rampenlicht. Das ist eigentlich gut. Also musst du nicht irgendeine Maske tragen wie die Crow, damit du irgendwie im Migros ein Bier. Nein, ein Bier kann man nicht kaufen im Migros. Was kann man im Migros kaufen? Ja. Instant-Suppe zum Beispiel. Auch schön. Ja. Und wenn man deinen Videoblog, du hast einen Videoblog gemacht, wo du so ein bisschen erzählt hast, Vorbereitung zum Album, Zeug und Sachen. Und ein Musiker von dir hat gesagt, er kann nichts negativ sagen über Caroline Jouvet. Sie ist einfach eine unglaublich nette Person. Ist das so? Oder wärst du doch auch noch gerne ein Arschloch, der so ein bisschen die Band zusammenstaucht, wenn sie wieder einen Scheiß spielen? Es gibt einfach gar keinen Grund, meine Band zusammenzustauchen, weil sie einfach sehr cool sind, extreme Spielfreude mitbringen. Und einfach wirklich, man ist on Tour, und man ist eine Familie, man verbringt viel Zeit zusammen. Und es ist mir extrem wichtig, dass wir es gut haben. Aber ich glaube schon, ich habe unterdessen ein bisschen Kanten bekommen. Ich war früher wirklich so everyone's darling gewesen, und unterdessen kann ich mich sehr wohl mal durchsetzen oder auch mal die Meinung sagen. Aber einfach wirklich bei meiner Band habe ich keinen Grund dafür. Hast du keinen Grund dafür? Nein. Cool. Ja, also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr das Album wollt, kaufen, gewinnen, bestellen, was auch immer. Ab heute ist es erhältlich. Und wenn man schon Werbung macht für deine Zeit, dann machen wir gerade auch noch ein bisschen Werbung für unseren Sender. Täglich um 8 Uhr Spielfilm auf Start TV. Caroline, hast du einen Lieblingsfilm? Oh, ein Lieblingsfilm? Nein. Jetzt wollen wir so ein deine Person kennenlernen. Weißt du, ein Lieblingsschauspieler, ein Lieblingsfilm? Doch, also ein Film, der mich letztes Jahr irgendwie so ein bisschen eingelullt hat, weil er einfach sehr cool ist von der Message und einfach ein cooler Witz mitbringt, ist wie heisst er? Oh, das ist immer so das Ding, oder? Wenn man dann müsste etwas sagen, ja, dann fällt es einem nicht ein. Weisst du, ein Schauspieler? Les Intouchables. Ah, Intouchables, ja, wunderbare Story. Ja, aber hast du hoffentlich auf Französisch geschaut? Ich habe zweimal auf Englisch und einmal auf Französisch geschaut. Und ich finde einfach, der Witz, wie die miteinander umgehen, finde ich fantastisch. Und ganz viele Menschen verstehen das nicht und finden es fast fast so ein bisschen makaber, wie der jetzt mit dem Mann, dem armen Mann im Rollstuhl umgeht. Und das ist ja genau der Punkt. Und das finde ich eine unglaublich schöne Geschichte. Nein, Intouchables ist einer der absolut superigsten Filme überhaupt, aber eben unbedingt auf Französisch schauen. Also ich habe den Film auf Deutsch geschaut, zuerst und habe überhaupt nicht gefühlt. Ich habe auf Französisch geschaut. Wunderbar. Also, Caroline, wir wollen noch eine CD verlosen von dir. Und die CD ist nur halb so viel wert, wenn du sie nicht unterschrieben hast. Und darf ich dich bitten, dass du La CD, dass du die vielleicht noch schnell unterschreibst für unsere Zuschauer. Und wenn man so eine CD gewinnen will, dann muss man schon etwas wissen über die Caroline. Und ich fordere dich jetzt gerade nochmal dazu auf, eine Wettbewerbsfrage zu stellen. Nicht nach dem Lieblingsfilm von der Caroline, weil das haben wir jetzt gerade besprochen. Was müssen wir über dich recherchieren, damit man so eine CD verdient hat am Schluss des Tages? Ich würde sagen, man müsste wissen, wie das Album von Max Herre heisst, das natürlich auf Englisch übersetzt
Natürlich sage ich es jetzt nicht. Hallo? Hallo, hey, irgendetwas genau. World. Cool, ja, also, wenn ihr die CD gewinnen wollt, geht auf unsere Facebook-Page www.facebook.com/StarTV Switzerland und dort müsst ihr eben wissen, wie heisst das neue Album von Max Herre. Das ist eigentlich total doof, ich mache Werbung für ihn. Nein, ich finde das gut, ich finde das gut. Komm, das ist extrem sympathisch. Schon? Nein, wirklich. Weil, nur, wer du Max Herre gut findet, ist absolut sympathisch. Ich war im Konzert, mal, im Kauf. Nein, Mut. Bist du auch gewesen? Nein, leider nicht. Super gewesen. Ist gut gewesen. Aber es war nicht mit dem Album gewesen. Mit meinen Eltern. Apropos live, wir gehen vor allem auf Tour. Ah, Caroline Jewa geht auf Tour. Und dann könnte man doch eigentlich auch noch gerade sagen, wo du als nächstes spielst und wo du auftrittst. Tourstart ist am 23. März in Frauenfeld. Und wir kommen in den Papiersaal, nämlich am... Warte, jetzt müssen wir schnell Kontakt aufnehmen mit der Regie. Mit der Regie, Mensch. Du musst einen Wirbel, Mensch. Ja, warte, mach einen Trommelwirbel. Tourstart ist... Ah, es, kommt, es hat noch ein Tonproblem. Es knackt noch ein bisschen. Hast du auch noch einen Fifth ohne Morgen? Also Papiersaal Zürich. Ja, Papiersaal ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. es kommt. Zehn Minuten später. Wie viel? 29. März. 29. März, Papiersaal Zürich, wenn ihr Caroline Jewa live sehen wollt. Und damit würde ich sagen, danke vielmals, bist du da gewesen. Danke dir, Dave. Alles Gute mit dem Album. Danke vielmals. Alles Gute auf der Tour. Und hoffentlich bis bald. Alala! Alala! Merci vielmals. Ja, und bei uns in der Sendung geht es jetzt weiter. Und zwar könnt ihr sehen, was für Spielfilme wir heute Abend noch alles auf StarTV zeigen. Und eins kann ich versprechen, es hat wieder das ein oder andere Film-Highlight Leckerbissen drunter. Heute Abend um 20 Uhr zeigen wir den berühmten Mafia-Film Die Wallaki-Papiere mit Charles Bronson und Lino Ventura in den Hauptrollen. Der Spielfilm basiert auf einer wahren Geschichte über den ersten öffentlichen Gerichtsprozess gegen die Mafia. Der Kleinganove Joe Wallaki sitzt gegen Ende der 20er Jahre im Gefängnis. Dort lernt er einen Mafioso kennen und tritt dessen Familie nach seiner Entlassung bei. Zuerst arbeitet er als Chauffeur. Nach dessen Ermordung arbeitet er jedoch im Dienste des Paten Vito Genovese. Nach 30 Jahren hat sich Joe vom einfachen Fahrer zum Auftragskiller und Restaurantbesitzer hochgearbeitet. Doch eines Tages werden Joe und der Genovese verhaftet, woraufhin sich Joe dem FBI stellt und gegen die Mafia-Machenschaften aussagen will. Um 20.30 Uhr zeigen wir den Schweizer Film Hidden Heart. Im Dezember 1967 wurde in Südafrika das erste menschliche Herz erfolgreich transplantiert und der Herzchirurg Christian Bernard wurde über Nacht zum gefeierten Star. Jedoch war Hamilton Naki, ein schwarzer Laborassistent, ebenso an diesem Erfolg beteiligt. Christina Cara und Werner Schweizer zeigen in ihrem Dokumentarfilm dieses Ereignis in politischem Kontext. Hidden Heart erzählt von Glamour, Ungerechtigkeit und Aufbruch und kennt dabei keinerlei Tabus.